Ist der Fisch jetzt geplatzt? Ist das... Ist das... Das ist ja Jank des Todes. Was ein katastrophales Level. Mache ich ja gleich. Currykal. Mache ich am Ende mal. Für was braucht man Platin? Ja, zum Prestige, nur für Prestige. Du brauchst dafür gar nichts. Aber manche sammeln die halt. Und freuen sich darüber. Das ist ja nochmal so eine zusätzliche Challenge bei Spielen. Ich finde auch. Also das Platin-System finde ich auch überragend, muss ich dazu sagen. Dadurch, dass es Platin-Trophäen gibt, hat mir das ein oder andere Spiel schon deutlich mehr Spielstunden gebracht. Ach, lol, da unten sind Donuts. Das ist Bob Ross. Genau, oder das bin ich mit Haaren. Wer weiß das schon. Ah, schwer. Ist auch alles sehr viel blind. Also, das stimmt schon, Kapostel. Das war mir nicht mehr so im Kopf, dass das wirklich so blind ist. Ich habe das mal gespielt, Rain. Aber ist schon eine Weile her. Aber ist natürlich geil. Ne? Der Style ist schon überragend. Na gut, 500 Figuren jetzt vielleicht nicht. Naja, du... Es gibt ja auch noch andere Trophäen, die deutlich cooler sind, als vielleicht 500 Figuren zu sammeln. Die das Spiel einfach nochmal, die dem Spiel einfach nochmal eine Challenge geben. Also selbst 500 Figuren sammeln, es klingt jetzt natürlich mega langweilig, aber dadurch entdeckst du das ganze Game und findest alles, was drin ist. Also ich finde Trophäen großartig. Das ist vom Rhythmus her jetzt unmöglich. Wow, fast unmöglich, sagen wir es mal so. Wow, schon ein knackiges Level. Muss man mal sagen. Unlit Candles von Naro angeguckt, den neuen Hack? Nee. Kann der was, Rain? Neuen Hack hätte ich natürlich auch Bock drauf. Aber so unendlich viele Exits hat er, glaube ich, nicht. Unlit Candles? Kann der was? Was heißt denn neu? Wie neu ist der denn? Easy. Happy Little Trees. Ja. Oh nein, wie war denn das nochmal? Dieser komische Move, den ich nicht kenne. Wie geht dieser Move? Oh nein. Stekris, moinsen. Ja, ja, erklärt's mir nochmal. Ich hab den Move schon, den musste man schon so häufig irgendwie mal anwenden, aber irgendwie weiß ich nicht, was ich da machen soll. Es ist halt auch so wenig logisch. Nicht werfen.
Aber so genau das, was ich gerade gemacht habe. Mit Geschwindigkeit? I don't get it, leider. Dieser komische Move, ey. Das ist immer wieder, finde ich halt auch so komisch. Aber das kann ja nicht funktionieren, wenn ich den Galumba in der Hand halte. Dann sterbe ich ja safe. Ja, ich glaube, man muss den hochwerfen. Einfach in der Hand halten macht doch keinen Sinn. Da muss man doch sterben. Ich droppe den jetzt einfach. Nee. Nein, nein, ich werde es auch mit droppen machen. Also in der Hand halten kann ja nicht funktionieren. Er wird ja wach und dann bin ich tot. Also... Hey, listen. Ja, wir machen es so. Ups. Ah, ich Idiot. Okay. Ah, das ist schon sehr blind alles. Speedrun Strats oder was? Die Frage ist, ob ich den Fuzzy noch brauche. Scheinbar ja. Sehr nice. Geile Level. Wirklich geile Level. Evergreens at Sunset. Habe ich schon gelesen, Rain. Guck mir vielleicht gleich noch an. Oh, dumm. Diese kleinen Pfeile sogar. Guckt euch das mal an, wie nice. Daran war die Mucke. Ja, so weit soll ich kommen? Auf Hardworld-Niveau. Ja, gut. Hammer, ey, wie geil ist diese Mucke? Alter, wie geil ist die Mucke? Nices Level, also wirklich. Ja, nett gemeint, Niskovic, aber wenn, dann will ich solche Spiele dann auch selber haben. Easy. Ist das Bob Ross? Es ist Bob Ross, ja. Und das ist ein hässliches Level. What?
Oh Gott, ist das ein furchtbares Level. Ich weiß nicht. Warum ist bei jedem Mensch, der ein Hack baut, irgendwann der Punkt da zu sagen, das nächste Level muss jetzt aber mal Wasser werden. Also. Und niemals feiert's einer. So lahm schon wieder dieses Level hier. So unendlich lahm. So lahm. Variation, naja gut. Hä? Das Level schön. Was war das denn für ein Bug? Was? Was war das? Der fällt einfach runter. Eine Wasserwelt? Dann wäre ich sehr enttäuscht, Curry. Aber ich weiß ja, dass Noah kein Wasser mag und der wird auch kein Wasser eingebaut haben. Hallo, greif doch bitte einfach nur einen Stein, Junge. Checkpoint, danke, lieber Gott. Ui. Hallo Fischi, kommst du zurück? Ja, ne, du bist ein guter Fisch. Alter, jetzt klemmt der da fest. Alles klar, ciao. Katastrophenlevel. Warum? Warum muss man immer ein Wasserlevel bauen? Außerdem ist es extrem hässlich. Also ich kann verstehen, was er da wollte mit dem Wasserfall, aber... Auf Kosten der Optik, weiß ich nicht. Wo möchte ich denn überhaupt hin? Wo möchte ich denn da überhaupt hin? Was ist das für ein beschissenes Level? Also, Junge, 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 Junge. Ist der Fisch jetzt geplatzt? Ist das... Das ist ja Jank des Todes. Was ein katastrophales Level. Da fehlt der Flow, da fehlt alles in dem Level, muss ich leider sagen. Also, das ist auch optisch ein Albtraum, finde ich. Diese Wasserfall-Optik. Achtung, Jank incoming. Grüner Orb, Fisch. Pfui. Nein, überhaupt gar nicht, Yasuo Unkai.
Aber du kannst die 1, 2, 3 natürlich vorher gut spielen, easy, weil die einfach auch geil sind. Nettes Levelchen. Campfire. Campfire Season 3 Episode 10. Bild von Bob Ross da im Link im Chat. Wow, das sieht halt göttlich aus. Wow, sieht das geil aus oder sieht das geil aus? Wo habe ich die Kette berührt? Wo? Da dieser Bassschlag. Ultra nice einfach. Ach, ich darf das Ding nicht mal berühren. Die Mitte. Das heißt, darf ich auch nicht von unten berühren. Ich darf das Ding einfach überhaupt nicht berühren. Alles klar, abgespeichert. Jeder liebt Bob Ross, das stimmt. Keiner sagt auch Bob Ross so ein Pannemann, oder? Nee, gibt's keine Leute auf der Welt, die das tun. Keine guten Menschen. Geil sieht dieses Level aus, bitte. Kennst du Bob Ross Abstimmung? Also wer kennt denn jetzt keinen Bob Ross? Die wenigsten, oder? Den kennt doch nun wirklich jeder, ist so eine Legende. Ja, ich finde die Mucke auch geil, hier ist also wirklich überragend. Ist schwer zu erkennen, was ich berühren darf und was nicht. Ja, Mist. Naja, alles was leuchtet. So einfach nicht. Uiuiui. Hier kann ich ja zum Beispiel drauf. Da sieht man übrigens mal, hier, das ist Beginner. Absolut ausreichend schwierig, würde ich sagen. Also wirklich. Boah, ich weiß nicht, Nascha. Wonne oder Tonne könnt ihr aktuell angucken. Die neue Episode Mario is Missing. Kann ich nur empfehlen. Nach dem Stream oder morgen. Reinziehen. Nightlight.